Ich wette mit dir, obwohl du Mercedes-Fahrer bist, wusstest du das hier nicht. Dieser Schlüssel, wie man sieht, ist ja schon ziemlich abgenutzt und reißt hier auch ganz gerne auf. Das Nervige daran ist, wenn du das Auto dann hier aufschließt, dass der sich hier schon teilweise löst. Jetzt hat sich Mercedes überlegt, okay, wir machen so einen Schlüssel zweiteilig. Das ist zwar noch der ganz alte Schlüssel, aber das ist auch kompatibel. Es gibt nämlich den Schlüsselkopf hier einzeln. Wir reißen jetzt hier einmal den Schlüssel komplett auf. Hoffentlich klappt das auch. Jetzt haben wir den Schlüssel hier einzeln liegen. Fun Fact nebenbei, es gibt bei Mercedes drei verschiedene Schlüssel. Das hier ist der Werkstattschlüssel, der geht nicht am Kofferraum. Wie man sieht, kann man hier abschließen, aber den Kofferraum kriegt man dann nicht separat auf. Der geht nämlich hier gar nicht erst richtig rein. Sieht man auch ganz einfach an dieser Nut hier. Der ist dafür da, dass der Kofferraum und auch das Handschuhfach mit diesem Schlüssel nicht bedienbar ist. Wie wir sehen, passt dieser Schlüssel hier rein. Und der Schlüssel nicht. Das heißt, damit konntest du in der Werkstatt zum Beispiel einen Reifenservice machen, wenn du der Werkstatt nicht 100% vertraut hast. Der Schlüssel hier ist eigentlich in der Basis der gleiche Schlüssel, nur das ist der sogenannte Brieftaschenschlüssel. Das heißt, den hattest du im Geldbeutel, im Münzfach. Auch sehr geile Idee.